Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu unserem heutigen Landwirt.com Live-Event gemeinsam mit der Saatbau Linz. Wie ihr bereits mitbekommen habt, verläuft der heutige Abend unter dem Motto Körnermais, Höchsterträge durch Züchtung und Produktion, bei der euch die Referenten Robert Taucher und Albert Müller darüber berichten, als auch untereinander live diskutieren werden. Der Abend wird heute von Christian Reichinger moderiert und geführt. Auch diesmal habt ihr die Möglichkeit, Fragen unten im Chat zu stellen. Diese werden dann auch gegen Ende des Abends live beantwortet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen spannenden Abend und übergebe hiermit weiter an dich, lieber Christian. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Webinarreihe der Saatbau Akademie. Mein Name ist Christian Reichinger und ich darf euch heute durch das Programm führen zum heutigen Webinar. Das Thema lautet Körnermais, Höchsterträge durch Züchtung und Produktion. Wie ihr seht, sitzen wir heute in einer Runde hier. Wir alle, die hier sitzen, haben auch die Corona-Regeln, die aktuellen, eingehalten. Wir haben grundsätzlich das Webinar jetzt modifiziert, indem wir euch was Neues vorstellen möchten. Das heißt, in Zeiten, wo Kontakt zu den Kunden, sprich zu euch Landwirten, sehr schwierig ist, möchten wir im Webinar nicht nur Vorträge bieten, sondern auch verstärkt auf eure Fragen und Wünsche eingehen. Daher zum heutigen Programm möchte ich kurz einleitend erwähnen, wir werden zu Beginn werden wir zwei Kurzvorträge als Einleitung bringen, wirklich Kurzvorträge. Und anschließend möchten wir diese Themen in Form von einer Podiumsdiskussion diskutieren und eure Fragen, die ihr live im Chat stellen könnt, beantworten. Nun gleich möchte ich unsere Gäste hier begrüßen. Beginnen von meiner rechten Hand her möchte ich Robert Taucher. Robert Taucher ist Leiter der Maiszuchtstation in Schönering, das Saatbau Linz. Danke, dass du Zeit hast und bei uns bist. Ja. Weiters möchte ich unseren Fachberater im Pflanzenbau des Saatbau Linz, Albert Müller, begrüßen. Danke, dass du dort bist. Zu meiner linken Hand möchte ich herzlich begrüßen an Andreas Sarg. Er macht die Fachberatung bei uns im Saatbau Linz, biologischen Landwirtschaft. Auch danke, dass du da bist und uns den weiteren Weg gehabt. Danke, dass du auch gekommen bist vom Burgenland. Und zu guter Letzt möchte ich auch unseren Verkaufsberater Österreich in und Hausdruck Traunviertel in Harald Schmidt begrüßen. Danke, dass du da bist. Gut, bevor wir mit den Vorträgen starten, möchte ich euch Zuseher noch mal anbieten, ihr habt die Möglichkeit und bitte nutzt die Möglichkeit, stellt Fragen im Chat. Diese Fragen werden dann anschließend gebündelt an unsere Fachberater gestellt und auch in der Runde diskutiert. Es wurden auch schon einige Fragen im Vorfeld bei der Anmeldung gestellt und die möchten wir auch natürlich in dieser Runde auch beantworten können. Nun zu unserem Vortragenden, zu Robert. Sein Thema lautet heute Höchsterträge durch Züchtung. Einerseits, wie funktioniert die Züchtung bei der Saatbau Linz? Welche Methoden gibt es? Wie wird gearbeitet? Wie ist da die Saatbau aufgestellt und wo geht die Reise hin? Ich hoffe, Robert, du bist bereit. Und ich übergebe dir das Wort, bitte. Und möchte daher keine Zeit verlieren. Beim ersten Bild sieht man unsere Maiszuchtstation in Schönering. Hier sind wir seit 1980, die Saatbau Linz hat aber bereits 78 in Feldkirch an der ins Kameragut nach Schönering gezogen. Ich möchte mich hier auf spezielle Highlights unserer Züchtung konzentrieren und dazu gehört auch die Installation eines Winterzuchtgartens 1994 in Chile, in Rancagua.
2017 sind wir dann Richtung Norden gegangen, nach Kyoto. Warum Winterzuchtgarten? Die Züchtung ist eine sehr langwierige Angelegenheit. Es geht hier speziell um die Inzuchtlinienentwicklung. Und bei der Inzuchtlinienentwicklung braucht man viele, viele Generationen. Und um diesen Zyklus zu verkürzen, nutzt man die südliche Hemisphäre, weil in der Zeit, wo bei uns Winter ist, ist dort Sommer. Und der Ablauf ist dahingehend, dass bei uns im Herbst, Ende Oktober, das Saatgut hergerichtet wird für den Winterzuchtgarten in Chile, kommt im Frühjahr wieder zurück, rechtzeitig nach Österreich zum Anbau. Und der Winterzuchtgarten ist im Prinzip für eine schnelle Entwicklung in der Maiszüchtung unverzichtbar. Ein weiterer Meilenstein der Züchtung des Saatpalins war die Errichtung des ILP-Centers, des Inzuchtlinienproduktionscenters, ebenfalls in Schönering. Durch Erfolge in der Maiszüchtung, durch neue Hybriden, waren wir gezwungen, die Inzuchtlinienproduktion, das ist die Basis jeden Hybrids, auf neue Beine zu stellen, und dadurch wurde 2007 die Inzuchtlinienproduktionscenter in Schönering gebaut. Glücklicherweise hat das Center nur 13 Jahre standgehalten. 2020 mussten wir eine wesentliche Erweiterung durchführen, weil einfach die Absätze von unseren Sorten europaweit derartig gut gelaufen sind. Und zwischenzeitlich haben wir dort eine riesen Anlage stehen. Und ich hoffe, sie hält diesmal den Anforderungen länger als wie 13 Jahre. 2011 geht es dann weiter mit der Installation vom Winterzuchtgarten in Mexiko. Der Unterschied zwischen Chile und Mexiko ist einfach der, in Mexiko sind wir näher am Äquator. Wir haben die Möglichkeit, in Mexiko später auszusehen und trotzdem rechtzeitig die Ware zurück nach Österreich zu bekommen. Und das war eine ganz entscheidende Installation, damit wir unsere Züchtungsabläufe beziehungsweise in späterer Folge unsere Produktionsabläufe kontinuierlich durchführen können. Ja, wie ist die Ausrichtung der Maiszüchtung des Saatpalins? Aus der Tradition heraus haben wir ein Dent mal Flint, ein Zahnmais mal Hartmais Hybridzüchtungsprogramm gehabt. Hier sind wir traditionell sehr stark und sind sehr, sehr gut im Markt. Diese Dent mal Flint Hybriden werden gezüchtet so bis in einer FO-Einheit von etwa 300. Gebraucht Körnerweiß und Silomais und auch Biogas, aber speziell auch Silomais. Und das Verbreitungsgebiet dieser Sorten ist speziell Deutschland, Nordfrankreich, England, Benelux und so weiter, Polen und geht rein bis Russland. Also der Markt ist sehr, sehr groß und ist auch sehr, sehr interessant für uns, und wir sind mit unseren Sorten sehr, sehr gut aufgestellt. Wichtig für die Saatpalins war natürlich auch, dass wir 2011 mit der Dent-Mais-Züchtung begonnen haben. Es ist natürlich eines passiert, dass im Körnermais die Zahnmais-Sorten immer früher geworden sind und immer frühere Regionen erobert haben. Und das war der Grund, warum wir 2011 in die Dent-Mais-Züchtung eingestiegen sind. Unsere Vorstellung ist ein FO-Bereich bis etwa 450, das große Bereiche in Europa mit dieser FO abdeckt. Und es sieht nicht so schlecht aus. Die ersten Züchtungserfolge stellen sich bereits ein. Wir sind nicht ganz unzufrieden. Zum Zuchtschema. Ein heikles Thema, ein kompliziertes Thema. Möchte ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber soweit. Wir haben bis zum Jahr 2000 etwa konventionell gezüchtet. Das heißt, Ausgangsmaterial wurde so lange geselbstet, bis wir eine homogene, homozygote Inzuchtlinie erhalten haben. Dieser Prozess dauert relativ lange.
zwischen, sagen wir, wenn es ganz schnell geht, 6-8 Jahre, kann aber 10-12 Jahre dauern, je nach Ausgangsmaterial. Und das war auch der Grund, warum Winterzuchtgarten installiert worden ist, um diese Zeit einerseits zu verkürzen. Aber seit 2000 haben wir die komplette Züchtung auf das Doppelhaploidenprogramm umgestellt. Das ist eine Revolution in der Züchtung, in der Maiszüchtung gewesen. Und wir haben die Vorteile sehr, sehr schnell erkannt und haben das komplette Programm dahingehend umgestellt. Wie funktioniert das? Aus einer Ausgangspopulation wird ein Inducer draufgekreuzt. Und wenn man auf der rechten Seite schaut, sieht man dann den Output. Also auf der einerseits entstehen echte F1-Körner am Kolben. Das sind Körner mit einem dunklen Farbmarker und einem dunklen Embryo. In der Mitte sieht man den Haploiden-Embryo. Das sind die Körner, die wir suchen. Es gibt hier eine Ausbeute zwischen 3% und 15%, so Daumen mal Pi. Und diese Körner haben einen einfachen Chromosomensatz. Und diese Körner suchen wir. Und mit diesen Körnern gehen wir ins Labor, wir verdoppeln den Chromosomensatz und ziehen dann die Pflanzen im Glashaus hoch und werden ausgesetzt. Und die Pflanzen, die wir aussetzen und die sich dann selbsten lassen, also wo Pollen und Narbenfäden vorhanden sind, sind homozygote, 100% fertige Inzuchtlinien. Und das ist natürlich ein doch recht schneller Prozess. Und wie gesagt, wir haben das voll implementiert in unsere Züchtung. Und es gibt bei uns im Haus, glaube ich, niemanden, der den Schritt zurück zur konventionellen Züchtung machen will. Man spricht natürlich immer auch von neuen Züchtungsmethoden. Gibt es natürlich alles Mögliche, die ganze Bandbreite. Wir haben vor mehreren Jahren auch geschuldet der Dentzüchtung uns mit der genomischen Selektion auseinandergesetzt. Und auch dieses Programm ist bei uns im Zuchtprogramm implementiert. Wie funktioniert das? Es wird von jeder Inzuchtlinie wird im Prinzip eine genomische Analyse gemacht. Es wird die DNA extrahiert und mit einem biologischen Vorhersagemodell wird das neu zu screenende Material verglichen. Und wir sind mit dieser Methode in der Lage, am Papier, im Büro oder am Computer, wie auch immer man will, Vorhersagen zu machen über das züchterische Potenzial dieser neuen Inzuchtlinien. Und wir sind auch noch in der Lage, fiktive Kreuzungen zu machen am Papier. Und diese Methode ist nicht ganz uninteressant, weil wir durch die DH-Züchtung doch sehr viel Linienmaterial bekommen. Wir wären nicht in der Lage, das gesamte Material abzutesten. Und mit dieser Methode sind wir eben in der Lage, am Papier Material auszuscheiden. Wir finden nicht das Beste, aber wir finden mit großer Wahrscheinlichkeit Material, das es nicht wert ist, verkreuzt zu werden und im Feld abgetestet zu werden. Der Züchtung nachgelagert ist natürlich das Versuchswesen, ganz ein entscheidender Part bei uns in der Zuchtstation und bei uns in der Züchtung. Das könnte man natürlich sehr, sehr weit ausführen, aber entscheidend ist, wir haben auch hier moderne Technologien im Einsatz. Wir planen alles mit QGIS. Die ganze Aussaat, das Vermessen der Felder funktioniert alles mit GPS bzw. RTK-Technologie. Wir setzen für Zählungen oder auch für Bonituren Drohnen ein. Hier sind wir am Beginn, aber wir haben bereits sehr gute Erfolge und wir glauben, dass wir das in der Zukunft doch stärker implementieren können. Für die Ernte gibt es auch hier eine sehr interessante Technologie, Nahinfrarotspektrometer, die NIRS-Technologie, wo wir direkt am Drescher, am Doppelparzellendrescher, die Feuchtigkeiten messen können. Der Vorgang dauert etwa 2 Sekunden. Wir kriegen 40 Messungen von dem beernteten Gut oder von der beernteten Parzelle, von dem beernteten Hybriden
und wir kriegen mehr oder minder in Echtzeit die Daten, die Truschdaten, die Feuchtigkeitsdaten, und wir haben sogar die Möglichkeit, Proteinstärke, Fett auch noch auszuwerten. Mit dieser Technologie haben wir eine Erntekapazität von etwa 100.000 Parzellen und natürlich die ganzen Daten, die über das Jahr von den Monitoren, von den Drohnen und so weiter zu uns ins Haus kommen, brauchen im Endeffekt ein leistungsfähiges Verrechnungsprogramm, damit wir dann, so hoffe ich, auch die besten Sorten finden. Der normale Prozess ist, wenn ein Hybrid anmeldewürdig ist oder wo wir glauben, dass der Hybrid Marktpotenzial haben kann, wird der Hybrid in einem Land, Österreich oder wo auch immer, in die staatliche Prüfung, zur staatlichen Prüfung angemeldet, und besteht er diese Prüfung, wird der landeskultureller Wert festgestellt, dürfen wir diese Sorte vermarkten. Und in dieser Zeit, wo die staatliche Prüfung stattfindet, gibt es bei uns im Haus eine weitere Abteilung, die sich mit der Produzierbarkeit, mit Ertragspotenzial dieser neuen Sorte beschäftigt. Die ganze Anbauplanung und so weiter passiert hier im ILP-Center. Das ILP-Center macht aber auch zusätzlich das ganze Linienmaterial der Saatpollenhybriden. Also für mehrere hunderttausend Packungen produzieren wir in Schönering oder Schönering-Umgebung das Inzuchtlinienmaterial. Aber auch diese Abteilung ist sehr, sehr wichtig für uns, damit wir wirtschaftlich Saatgut produzieren können. Und im Endeffekt gipfelt unsere ganzen Erkenntnisse aus diesem Experimentalanbau in Anbauanleitungen für unsere Mehrer, für unsere Vermehrer und für unsere Feldproduktion. Ja, das ist meine letzte Folie. Wir haben diesen Demonstrationsversuch vor ein, zwei Jahren in Schönering gebaut oder ausgesät gehabt. Und er veranschaulicht recht gut den züchterischen Fortschritt in der Maiszüchtung. Wenn man diesen langen Block anschaut, das hat man vor 1950 ungefähr gebraucht, um 100 Kilogramm Mais zu produzieren. Und wenn man sieht, Jahr für Jahr ist das relativ stark zurückgegangen. Und dahinter stehen natürlich gewisse Schritte, gewisse Errungenschaften in der Maiszüchtung, und ich möchte vielleicht jemand das kurz einmal rausgeschrieben. Ganz entscheidend waren natürlich auch Mendel mit der Vererbungslehre, und das war 1850 herum, also bis 1900, und hier wurden bereits die ersten Kreuzungen gemacht, aber so der richtig große Durchbruch, der große Schritt ist mit der Hybridzüchtung gekommen. Die ersten Hybridzüchtungen sind in den 20er Jahren passiert. Bis das richtig gegriffen hat, bis richtig gute Sorten gekommen sind, sind wir wahrscheinlich um 1970. Und es gab dann noch weitere Schritte, die Mutationszüchtung in den 60er Jahren, 80er Jahre die Gentechnik und in den 90er Jahren die makelgestützte Selektion und in der Fortsetzung dann diese genomische Selektion, wie wir sie heute durchführen. Also ich bin soweit am Ende. Was kann man von der Züchtung im Prinzip erwarten? Man sieht natürlich schon eines, dass die Fortschritte oder die Zuwächse natürlich geringer werden. Ganz klar. Aber sehr stark wird an der Agronomie, an Inhaltsstoffen und so weiter bei Hybridmais gearbeitet, und es bleibt interessant. Danke. Albert. Gut, danke Robert für den sehr interessanten Vortrag, der eigentlich die Züchtung nur im Groben einmal umrissen hat. Du selbst sagst, ja, in 5 Folien das bringen ist ganz schwierig, aber danke, dass du das sehr gut umreißen hast können. Nun zum nächsten Vortrag von Albert mit dem Thema Produktionstechnik unter veränderten Vorzeichen, alle Faktoren optimieren. Das heißt, an welchen
stellschreiben, könnt ihr Landwirte in der Produktion drehen, in Zeiten steigender Produktionskosten. Ich hoffe, Albert, du bist bereit. Bitte um den Wort. Ja, danke Christian. Bin soweit bereit. Darf mich noch beim Robert für seinen Vortrag zum Thema Züchtung bedanken. Immer wieder sehr interessant, ihn zu hören. Interessante Aufgabe. Für uns schlussendlich, uns interessiert das im Hintergrund aber eher weniger. Für uns ist wichtig, dass er jedes Jahr neue, bessere Sorten bringt, die wir dann in der Beratung und im Verkauf an unsere Kunden verkaufen können und zu maximalen Erträgen bringen. In der Produktion draußen ist ja nicht nur die Sorte ein Thema, sondern die bestmögliche Platzierung der Sorte, Düngung, Pflanzenschutz, Anbau, Bestandesdichte, Ähnliches. Im Jahr 2022 haben wir komplett andere Voraussetzungen, hätte vor ein, zwei Jahren niemand vermutet. Wir haben komplett andere Vorzeichen, wir haben deutlich gestiegene Marktpreise im Bereich Mais. Wir haben aber gleichzeitig auch das Thema, dass wir mit massiv steigenden Düngerkosten kämpfen. Die gestiegenen Marktpreise sind natürlich sehr erfreulich für die Marktfruchtbetriebe, die den Mais verkaufen, sind aber andererseits ein Problem für unsere Kunden, die Veredelungsbetriebe sind, die diesen Mais in der Schweinemastzucht oder im Rinderbereich einsetzen und diese gestiegenen Produktionskosten oder gestiegenen Marktpreise auch über die Veredelungsprodukte, Milch, Fleisch wieder hereinbringen sollen, was manchmal nicht der Fall ist. Meine Aufgabe jetzt, einen kurzen Vortrag zum Thema Produktionstechnik, soll nur eine Diskussionsgrundlage sein. Beteiligt euch bitte aktiv, nutzt die Möglichkeit, stellt uns Fragen. Es ist nur ein Übersichtsvortrag, alles andere dann nachher in der Diskussion. Aufgebaut eben auf Anbau, Bestandesdichte, dann Düngung, Pflanzenschutz und zum Schluss das Thema Klima, Witterung, wie damit umgehen und im Anschluss dann die Diskussion. Anbau und Bestandesdichte. Wenn wir halt beim Mais jedes Jahr neue, bessere Sorten kriegen, sowohl für die Erträge als auch für die Eigenschaften her, bleibt aber eines gleich. Die Grundansprüche vom Mais an euch draußen als Betriebsleiter an die Bodenvorbereitung. Die Basis für hohe und höchste stabile Erträge wird immer im Frühjahr oder schon im Herbst davor gelegt. Der Mais braucht eine tiefe Lockerung, braucht ausreichend Wurzelraum, um das zur Verfügung stehende Wasser maximal in Ertrag umzusetzen. Ist dann ein Unterschied, bin ich in einem trockenen Gebiet oder in einem feuchten Gebiet. In Trockenlagen muss ich natürlich die Bodenbearbeitung reduzieren, möglichst wenig Wasser aus den Wintervorräten verlieren, um möglichst viel Wasser für die Ertragsbildung zu konservieren. Jede Überfahrt kostet Wasser, führt zu unproduktiver Verdunstung. Gleichzeitig bringt es aber auch Abtrocknung. Das heißt, in feuchtere Lagen brauche ich natürlich mehr Bodenbearbeitung, um ein trockenes Saatbett zu bekommen. Die Saatbettansprüche vom Mais sind soweit bekannt, gut strukturiert, mit ausreichend Feinerdeanteil für die Keimung. Die Temperatur 9 bis 10 Grad Celsius, das kann in einem Jahr in einer Region vielleicht am 3., 4. April schon der Fall sein, in einem anderen Jahr in einer anderen, kühleren Region vielleicht auch erst Anfang Mai. Wichtig dabei, egal wann Sie sehen, ist eine exakte Kornablage, ein Kapillaranschluss in der Keimzone. Jedes Korn soll die gleichen Voraussetzungen bekommen, soll mit Bodenfeuchtigkeit in Kontakt sein, um keimen zu können. Weil was passiert schlussendlich? Wenn wir heute in der Aussaat 8 Körner gut mit Wasser versorgen und 2 bleiben irgendwo trocken liegen, dann keimen die ja mal Wochen später. Das sind immer dünnere, schwächere Pflanzen, dünne Stängel mit schwächerem Kolben, die nicht das maximale Ertragspotenzial bringen. Also drum immer das Um- und Aufbau der Aussaat, einen gleichmäßigen Bestand, eine gleichmäßige Ablage zusammenzubringen, dort gilt einfach Qualität vor Geschwindigkeit. Die Saattiefe, je nach Wetterprognose, eher feuchtere Bedingungen gemeldet, feuchtere Bodenbedingungen vorherrschend, dann etwas flacher, um einen schnellen Aufgang zu erreichen, auch unter kühleren Bedingungen, sollte es trocken sein, in einem gewissen Maß etwas tiefer, der Mais so immer auf der kapillaren, wasserführenden Bodenschicht liegen, um einen sehr guten Feldaufgang und damit gleiche Bestände für höchste Erträge sicherzustellen. Das Saatgut ist der eine Faktor, aber die Bodenvorbereitung, gleichmäßige Bestände zu etablieren, liegt in Ihren Händen.
Was können wir dabei anbieten? Das ist OptiPlus bei unserem Maissaatgut. Was bezeichnet OptiPlus? Sind schlussendlich drei Faktoren in der Beizung. Das eine ist die fungizide Beizung, das heißt Schutz vor Krankheiten mit Retigo-M. Dann eh schon langjährig bewährter Vogelfraß mit dem Chlorid. Und was wir schon seit 20 Jahren dabei haben, sind die Spurenelemente Zink, Phosphor und Mangan in Gelatform für eine bessere Versorgung der kleinen Keimlingspflanze in der Jugend. Andere Firmen beginnen jetzt erst damit in den letzten Jahren. Wir haben das schon seit 20 Jahren immer standardmäßig auf unserem Maissaatgut drauf. Ein paar Worte zu den Ertragskomponenten im Mais und wie wir als Landwirte die beeinflussen können. Es gibt schlussendlich vier Ertragskomponenten, das ist die Pflanzenzahl pro Hektar, die Zahl der Kolben pro Pflanze, Körner pro Kolben und 1000 Korngewicht. Die Anzahl der Pflanzen pro Hektar legen wir bei der Aussaat fest, einerseits mit der Saatstärke über die Keimfähigkeit, aber natürlich auch mit der Qualität vom Saatbett über den Feldaufgang. Es nutzt mir das beste Saatgut nichts, wenn 10-20% der Körner trocken liegen und deutlich später keimen. Das wären ungleichmäßige Bestände. Weiter geht es dann nach dem Aufgang in etwa im Sechsblattstadium. Dann wird die Anzahl der Kornreihen pro Kolben festgelegt. Und dort ist es ganz wichtig, die Pflanze ideal Nährstoff zu versorgen und so wenig Stress als möglich auszusetzen. Unkrautbekämpfung sollte dort, wenn möglich, schon abgeschlossen sein, damit die Maispflanze konkurrenzlos wachsen kann und Ertrag anlegen. Im 8- bis 10-Blattstadium kommt es dann zur Festlegung der Körner pro Reihe. Zu dem Zeitpunkt ist dann eigentlich schon das maximal mögliche Ertragspotenzial an Körner pro Kolben angelegt. Weiter geht es dann mit dem 1000 Korngewicht später, vorher aber noch zur Bestandesdichte bei der Aussaat. Ihr habt in alle unsere Prospekte, Beratungsunterlagen zu den Sorten, die entsprechenden sortenspezifischen Bestandesdichten dabei. Wir können heute im Extremfall von 65.000 Korn bis annähernd 100.000 Korn variieren. Bitte beachtet diese Empfehlungen, es ist immer auf die Sorten abgestimmt, aus entsprechenden Versuchen ermittelt. Natürlich dann innerhalb der Bandbreite anpasst an eure Bodenqualität, an die Wasserversorgung des Standortes. Die Sorten müssen ein Mindestanzahl je Körner je Kolben bringen, in Summe aus Körnerreihen und Körner pro Reihe, um einen hohen Ertrag zu schaffen. Und der letzte Ertragsfaktor ist dann das 1000 Korngewicht. Das 1000 Korngewicht sollte natürlich hoch sein, große, gut ausgebildete Körner. Wir schauen aber gerade in die klimafitten Sorten nicht auf einseitig hohes DKG aufzubauen, weil eine Sorte, die nur über große Körner den Ertrag macht und dann habe ich eine schlechte Kornfüllungswitterung, Trocken, Wassermangel, Hitze, dann fallen die überproportional im Ertrag ab. Also wir versuchen es über die Körner pro Kolben und über ein mittleres DKG zu erreichen, um ertragsstabile Bestände zu etablieren. Damit aber weg von Sorte, Bestandesdichte hinein in den Bereich Düngung. Das ist der Bereich, der uns heuer als Landwirte oder im nächsten Jahr am massivsten beschäftigt. Deutlich steigende Düngerpreise. Wie können wir reagieren? Wo liegt der Nährstoffbedarf beim Mais? Wo können wir eventuell einsparen? Und wo können wir aus unserer Sicht zumindest keinesfalls einsparen? Wenn wir Mais jetzt anschauen, natürlich die Mengenelemente Stickstoff, Phosphor, Kali. Zu dem Thema Phosphor und Kali eigentlich nur kurz zusammengefasst. Jeder weiß, was ein Maisbestand in etwa an Phosphor, Kali braucht, je nachdem, ob wir Körnermais oder Silomais produzieren. Bei diesen Düngerpreisen momentan für die Grundnährstoffe bei einer sehr guten Bodenversorgung vielleicht zumindest oberer Bereich B, C, D versorgt, kann man darüber nachdenken, bei diesen Düngerpreisvoraussetzungen, die Grunddüngung vielleicht einmal ein Jahr zu reduzieren, vielleicht da in manchen Bereichen ganz auszusetzen. Aber dann gibt es natürlich einen Nährstoff und das ist der Stickstoff. Der Stickstoff, der Motor allen Wachstums. Wir brauchen im Bereich Körnermais circa 21 Kilogramm Reinstickstoff pro Tonne Trockenmais inklusive Strohgesamtaufnahme. Das hört sich aufs erste Mal ziemlich hoch an. Weil wenn wir da mit 12 Tonnen Trockenmais rechnen, dann wären wir da auf 250 Kilogramm Stickstoff. Das ist aber natürlich nicht das, was gedüngt werden muss, sondern für 12 Tonnen
Trockenmais notwendigen 250 Kilogramm Stickstoff, kommt natürlich ein Min im Boden im Frühjahr und die Nachlieferung aus dem Boden weg. Schauen wir uns das jetzt auf dieser Grafik an, das zeigt uns die Verlaufskurven der Nährstoffaufnahme beim Mais. Und wenn wir da jetzt nur den Stickstoff beachten, dann ist beim Stickstoff auffällig, dass der Mais eigentlich eine perfekte Pflanze ist, die mit dem Nährstoffbedarf an Stickstoff perfekt auch der Mineralisierung des Bodens folgt. Also wir können das, was aus dem Boden mineralisiert wird, das im Frühjahr an einem Min vorhanden ist, perfekt nutzen. Das heißt, bei diesen 250 Kilogramm Reinstickstoff für 12 Tonnen Trockenmais, je nach Vorfrucht, und dort liegt sicher ein Ansatzpunkt fürs nächste Frühjahr, der N-Min abzuziehen. N-Min kann liegen nach schlechter Vorfrucht bei 20, 30 Kilogramm Stickstoff pro Hektar oder bei sehr guter Vorfrucht wie Raps oder ähnlichen bis zu 70, 80 Kilogramm pro Hektar. Das ist im Boden verfügbar und das kann ich natürlich bei der Düngerbemessung abziehen. Und natürlich hängt es dann auch von der Mineralisierung aus dem Boden ab. Ein sehr guter Standort mit sehr guten Vorfrüchten, langjährig Gülle hinkommen, wird etwas mehr aus dem Boden bringen wie ein schwächerer, schlechterer Standort. Also nochmal von den 250 Kilogramm vielleicht 30, 40 in Minzern anziehen und ungefähr 30 bis 40 Kilogramm, die im über dem Laufe des Jahres dann aus dem Boden kommen, dann sind wir in etwa bei einem Düngerbedarf 170, 180 Kilogramm Reinstickstoff pro Hektar. Natürlich immer beachten, was auch gesetzlich in den jeweiligen Gebieten zulässig ist für diese Ertragserwartung. Sollte die Ertragserwartung deutlich drunter liegen, sind wir niedriger. Sollte sie aber deutlich höher liegen, sind wir auch höher. Nur Standorte, die so hohe Ertragspotenziale aufweisen, haben meistens auch etwas mehr Nährstoffnachlieferung aus dem Boden. Ein Wort noch, bevor wir dann doch nochmal zum Stickstoff kommen, ist das Phosphor. Dazu hat so die Grundnährstoffe, wo wir vorher gesagt haben, vielleicht unter Umständen einsparen. Was aber beim Phosphor ganz wichtig ist, vor allem noch so im Frühjahr, wie wir es heuer gesehen haben, in Oberösterreich, Niederösterreich, eher kühl, nässer. Phosphor ist für die junge Pflanzen extrem wichtig für die Stressstabilität. Phosphor ist im Boden nicht beweglich. Die Wurzeln müssen hinwachsen und die Verfügbarkeit ist extrem temperaturabhängig. Das heißt, es kann ausreichend Phosphor im Boden drinnen sein, aber wenn es sehr kalt ist, Kältephase nach dem Anbau, dann ist das Phosphor nicht verfügbar. Aus dem Grund empfehlen wir auch im heurigen Jahr zumindest eine vielleicht etwas reduzierte Menge, aber doch Phosphor in der Unterfußdüngung. Das rechnet sich auch bei diesen Düngerpreisen ertraglich, gerade unter kühleren Bedingungen auf kühleren Standorten, immer. Jetzt zum Thema Stickstoffdüngung Mais. Wir sind auch eben unter der Situation 2022 Stickstoffdünger knapp. Frage, überhaupt verfügbar rechtzeitig und vor allem teuer. Gleichzeitig aber für den Marktfruchtbetrieb der Maispreis hoch. Die Ausgangslage der Betriebe könnte man dreigeteilt sehen. Glückliche Situation für diejenigen, die Wirtschaftsdünger, Gülle, Mist zur Verfügung haben. Die haben natürlich heuer einen deutlich höherwertigen Wirtschaftsdünger im Vergleich zu den Mineraldünger. Dort wird schlicht und einfach darauf ankommen, den Wirtschaftsdünger so gut als möglich mit so geringen Verlusten als möglich zu verwerten und in Ertrag umzusetzen. Dann gibt es den zweiten Teil der Betriebe, die haben den Dünger, weil sie einen richtigen Riecher gehabt haben, schon eingekauft, haben einen Klick gehabt, haben zu günstigen Preisen vielleicht einen 10er und 230, 240 plus Steuer gekauft. Jetzt diskutieren wir 570, 580 plus. Glückliche Situation, ich habe schon gekauft, könnt ihr das Thema abhaken. Und dann gibt es, wenn man momentan an Statistiken glauben soll, ein großer Teil der Betriebe, die den Düngereinkauf noch offen haben. Ich würde das so vergleichen, die Situation ist in etwa, ich war letzte Woche beim Zahnarzt, 5 Stunden lang, also in etwa so ist der Düngereinkauf im nächsten Frühjahr mit Schmerzen verbunden, aber wir werden nicht drum herumkommen. Schauen wir sich jetzt die drei Grafiken an. Wir kennen alle das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs. Mit steigender Stickstoffmenge steigt der Ertrag, bis er irgendwann den Höhepunkt erreicht und dann vielleicht sogar wieder abfällt in der ersten Grafik. Die zweite Grafik dann für uns als Pflanzenbauer wichtig. Wir wollen den maximalen Ertrag erreichen, aber nicht mehr düngen als notwendig ist. Wir wollen einfach das pflanzenbauliche Optimum erreichen. Und dann gibt es aber noch die dritte Grafik und das ist dann das ökonomische Optimum. Das ökonomische Optimum liegt meistens, je nach Düngerkosten, etwas tiefer als der maximal erreichbare Ertrag, weil einfach die letzten Kilogramm Ertrag
mit sehr hohen Kosten erkauft werden. Wenn wir jetzt die blaue Linie da verfolgen, dann hat die blaue Linie eine gewisse Steigung. Das ist der Stickstoffdüngerpreis. Heuer würde sich natürlich die blaue Linie etwas nach oben verschieben und bei gleichen Maispreisen das wirtschaftliche Optimum nach unten. Nachdem sie aber gleichzeitig auch die Marktfruchtpreise, die derzeit absicherbaren Preisen, ich kann ja jetzt meinen Mais rein theoretisch, wenn ich will, fürs nächste Jahr schon vorverkaufen, zu einem deutlich höheren Preisniveau und damit verschiebt sie die ganze Grafik nach oben. Das heißt, aus unserer Sicht ist eigentlich in der Stickstoffdüngung so, egal ob sie Veredelungsbetrieb sind oder Marktfruchtbetrieb, wird sich das wirtschaftliche Optimum, nachdem die Maispreise gleichzeitig mit den Düngerpreisen gestiegen sind, im nächsten Jahr nicht verschieben. Das heißt, das optimale Düngerniveau beim Stickstoff wird wahrscheinlich im Jahr 2022 genau gleich hoch liegen wie in den letzten Jahren. Wir werden es uns nicht leisten können, bei diesen Körnermaispreisen auf Ertrag zu verzichten. Das war jetzt ein langes und breites Thema. Das hat uns auch in der Beratung in den letzten Monaten massiv beschäftigt. Was wir im Griff haben, ist das ganze Thema Unkrautbekämpfung. Da möchte ich nur auf eins eingehen. Wenn man da jetzt diese Grafik sieht zum Maisentwicklung, die unterschiedlichen Stadien und wann wird welche Ertragskomponente festgelegt, dann haben wir ganz am Beginn vorne die Anzahl der Pflanzen je Hektar. Die kann durch Kältestress etwas reduziert werden oder durch schlechte Aufgangsbedingungen, Trockenliegen, tierischer Schädlingsbefall, ähnliches. Aber dann haben wir vor allem, wenn er einmal aufgelaufen ist, diese Phase vom 2-Blatt-Stadium bis zum 10-Blatt-Stadium. Dort drinnen ist die Anzahl der Körner pro Kolben festgelegt. Und dort drinnen fällt auch die Unkrautkontrolle ein. Das heißt, wir sollen in diesem Zeitpunkt schauen, dass wir schonende Mittel verwenden, eventuell schon im Vorauflauf spritzen, damit wir die Pflanzen nicht unmittelbar treffen. Aber so früh und so schonend als möglich ist die Unkrautbekämpfung zu erledigen, weil genau in dem Stadium wird der maximale Kornertrag festgelegt. Schlussendlich wird später durch Witterungsbedingungen nur mehr weniger. Dort haben wir das maximale Potenzial. Da darf die Pflanzen einerseits für die Nährstoffe her nicht leihen, aber durch die Unkrautbekämpfung auch keinen Dämpfer kriegen. Wenn wir dann Anbau, Düngung, Pflanzenschutz erledigt haben, dann macht es eigentlich die Witterung. Der Bestand steht dann dort. Wir haben unser Möglichstes dazu beitragen. Wann hat da so ein Maisbestand im Körnermaisbereich oder auch im Silomaisbereich seinen Hauptwasserbedarf? Das ist natürlich irgendwann großes Längenwachstum und dann nach der Blüte natürlich in der Kornfüllung. Dort haben wir den Hauptwasserbedarf und dort schädigt uns Wassermangel oder Trockenheit natürlich am stärksten. Was heißt jetzt aber Trockenheit und Wassermangel? Ist Trockenheit und Wassermangel wirklich nur das, was wir landläufig darunter verstehen, dass schlicht und einfach zu wenig regnet? Das ist klar. Haben wir zu wenig Regen, haben wir ein Problem. Gerade im Mais, der was dann mitten im Sommer draußen steht. Wasser, das dem Mais zur Verfügung steht, ist aber immer die Summe aus Niederschläge in der Vegetationszeit. Ganz klar, das, was wir dort an Regen kriegen. Sind aber auch die Niederschläge während der vegetationsfreien Zeit davor, im Winter. Wie gut schaffen wir das, dass der Regen dort auf die Flächen dort bleibt, nicht oberflächlich anrennt oder durch Ovi geht, sondern einfach in dem Boden, den wir zur Verfügung haben, gespeichert wird. Wichtiger Faktor dabei ist natürlich die Speicherfähigkeit des Bodens, die nutzbare Feldkapazität. Es gibt einfach Böden, die können deutlich mehr Wasser speichern pro Kubik Bodenvolumen wie andere. Aber ich kann es auch selber beeinflussen. Über Zwischenfrucht, über Humusaufbau ist natürlich eine langjährige Geschichte. Aber je mehr Wasser ich im Boden speichern kann, desto länger können wir über Trockenperioden drüber. Ein wichtiger Faktor ist auch die Fruchtfolgestellung, die Beanspruchung der Bodenwasserspeicher durch die Vorfrucht. Das ist jetzt ein Unterschied, ob ich zu dem Mais Vorfrucht Raps habe, im Herbst eigentlich nur mehr offenen Boden oder leicht begrünten Boden, wo ich wenig Wasser verbrauche. Oder ich habe zum Beispiel Vorfrucht Zuckerrübe, die ganz bis zum Schluss aus im Oktober, November eine noch Wasser verbraucht und Wasser, Bodenwasservorräte anzapft und das fällt der nachfolgenden Frucht Mais. Und natürlich geht es dann vor allem ums Wurzelsystem. Das ist wieder die Aufgabe vom Robert einerseits über die Züchtung, ist aber auch unsere Aufgabe als Landwirte über die Durchwurzelungstiefe. Es ist ein Unterschied, ob den Mais in einer trockenen Phase irgendwo auf 30 cm Pflugsäulen ist, wo drunter zwar genug Wasser ist, aber er kommt mit den Wurzeln nicht durch und kann das Wasser nicht nutzen. Oder er kann das ganze Bodenvolumen mit seinen Wurzeln erschließen und auch das Wasser, das was vielleicht weiter unten ist, nutzen.
Also Trockenheit, Wassermangel ist nicht nur zu wenig Regen, sondern sind viele Faktoren, die wir auch beeinflussen können und beeinflussen müssen, um das Ertragspotenzial zu ausschöpfen. Welche Möglichkeiten haben wir? Ich habe es eh schon erwähnt, der Trockenheit entgegenzuwirken, unproduktiven Abfluss, unproduktive Verdunstung verhindern durch Bodenbedeckung, Bodenbearbeitung und Beseitigung von Störschichten, wo Pflugsäulen drinnen sein, Tieflockern, Störschichten durchbrechen, damit das ganze Bodenvolumen einerseits speichern kann, andererseits aber auch für die Pflanzen zur Verfügung steht, Erhöhung der Speicherfähigkeit, Humusaufbau, sind ja große Schlagworte momentan, aber es ist doch was, was uns in Zukunft auf die Wasserverfügbarkeit helfen kann. Bewässerung ist ein Teilaspekt, meistens relativ teuer. Fruchtfolgestellung sehr wohl. Wie viel hat eben die Vorfrucht das Bodenwasser beeinflusst? Und wir können es natürlich auch über die Sortenwahl beeinflussen. Es gibt schlicht und einfach Sorten, die mit Trockenheit besser zurechtkommen, die mit Hitze besser zurechtkommen als andere Sorten. Das ganze Thema läuft bei uns unter dem Siegel Klimafit. Welche Sorten und zeichnen wir mit dem Siegel Klimafit aus und wie wird es definiert? Schlussendlich sind es unsere umweltstabilsten Sorten. Das ist eine klimafitte Sorte, ist eine Sorte, die selbst unter widrigen Umweltbedingungen, vor allem bei Hitze und Trockenheit, überdurchschnittliche Leistungen erzielt, aber auch bei kühl-nassen Bedingungen in der Jugendentwicklung. Also Klimafit setzt auch eine Mindestjugendentwicklung, eine Kühletoleranz im Frühjahr voraus. Damit steht Klimafit bei unseren Sorten für Umweltstabilität, Minimierung von Risiko, damit Erhöhung der Ertragssicherheit und überdurchschnittliche Ertragsleistungen unter widrigen Bedingungen, vor allem bei Hitze und Trockenheit. Wunderwirken können natürlich keine Sorten, aber klimafitte Sorten in Verbindung mit optimaler Produktionstechnik für Ihnen am Betrieb führt zu höchsten Erträgen. Welche Sorten zeichnen wir jetzt momentan mit dem Klimafit-Siegel aus? Die ziehen Sie von Reifezoll 250 bis Reifezoll 420. Kurz vorgestellt, aber Fragen dazu dann bitte noch an Schmidt-Harald vom Außendienst. SY-Kallo, ein Harz-Anmais-Typ mit Reifezoll 250, speziell auch für kühlere, nässere Lagen, sehr gute Jugendentwicklung, aber Top-Erträge für diesen Reifebereich, im frühen Reifebereich, auch für Agraner, Frühlieferungen und Ähnliches. Dann die Sorte Danubio, Züchtung vom Robert mit Reifezoll 270. Körnermais einerseits, aber Schwerpunkt auf dem Silomaisbereich. 270er eher massiger Typ mit sehr guter Jugendentwicklung, vor allem auch für schwerere, kühlere Lagen. Und das ist auch unsere meistverkaufte Sorte quer über Europa, also unsere größte Sorte im Verkauf. Die Sorte Arno mit Reifezoll ca. 330, eine universelle Sorte, ein reiner Zahnmais für alle Lagen, für alle österreichischen Körnermaislagen, für schwere, gute Böden bis auch zu trockenen Standorten. Körnermais, Silomais geeignet, Universalsorte. Alenaro, eine neuere Sorte, wird euch vielleicht noch nicht so viel sagen, mit Reifezoll 350, ist der Spezialist eher fürs Trockengebiet, speziell trockene Böden, sehr gute Hitze-Trockenheitstoleranz im Körnermaisbereich. Und die letzte Sorte im späten Reifebereich mit dem Siegel Klimafit ausgezeichnet ist die Sorte Absoluto mit Reife 2420. Universalsorten Körnermais und Silomais, auch energiebetonter Silomais, für alle Lagen. Der geht einerseits für die trockenen Lagen Niederösterreichs Nordburgenland übers Mittelburgenland Ovi bis zu den besten Böden in der Steiermark mit dem höchsten Ertragspotenzial und ist natürlich auch in die letzten Jahre durch die höheren Temperaturen auch in Lagen wie Kärnten, Oberösterreich für sein sicherer Randlagen, aber auch dort in den letzten Jahren oder auch im heurigen Jahr wieder Top-Erträge gebracht. Nochmal zurück, Klimafit, was heißt das? Wir zeichnen Sorten mit diesem Siegel aus. Soll ich uns nur in Erinnerung rufen, wenn wir heute ein Versuchsergebnis anschauen, wenn Sie ein Versuchsergebnis sehen, wo eine Sorte ganz vorne steht, was heißt das? Das heißt eigentlich nur, dass auf dem Standort diese Sorte mit den Bedingungen, die sie vorgefunden hat, Nährstoffversorgung, Wasser, Wärme, Hitze, Trockenheit, Kälte, wie auch immer, von allen Sorten das am besten genutzt und umgesetzt hat. Schlussendlich, die Sorte, die dort vorne steht, hat genau die anderen Voraussetzungen gehabt, wie die Sorte, die was ganz zum Schluss steht. Sie hat das nur bestmöglich umgesetzt und dabei helfen unsere klimafitten Sorten.
Wie kriegt ihr die klimafitten Sorten jetzt im Haus? Das wird euch noch einmal kurz der Schmidt-Harald erklären. Wir bieten das Service an, euch die Sorten direkt frei Haus zuzustellen. Das ist der Maisbutler. Die Bestellung läuft unter www.maisbutler.at. Verrechnung ganz normal über Ihren Verrechnungspartner, Handel, Lagerhaus. Sie können das natürlich auch über den Sortenberater bestellen. Es gilt die freie Sortenwahl. Ab 20 Packungen stellen wir frei Haus rechtzeitig vorm Anbau zu, ohne irgendwelche Transport-, Logistik-, Lagerprobleme. Das gilt für biologische und konventionelle Ware und zusätzlich gilt bis 31. Jänner 2022 auch der erhöhte Frühbezugsrabatt für die 10 Euro pro Packung exklusive Steuer. Schlussendlich macht euch jetzt vielleicht schon Gedanken drüber, macht euch auch Gedanken über andere Kulturen, Sojasaatgut, sehr viele Betriebe überlegen auch deutlich die Sojafläche aufzudehnen aufgrund der Düngerpreise. Bitte jetzt schon Gedanken machen, Saatgut rechtzeitig vorbestellen. Vom Mais stimmen wir es über den Maisbutler Freihaus zu. In dem Sinn, ich hoffe, es war eine Diskussionsgrundlage. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Wir werden es versuchen, im Forum zu beantworten. In dem Sinn, die Sortenwahl in Verbindung mit der richtigen Saatstärke an den Standort angepasst, in Verbindung mit guter Standfestigkeit und Gesundheit, ist die Basis für Höchstleistung. Unsere Sorte plus Ihre Bestandesführung ist Ihr Erfolg. Damit danke. Wir gehen jetzt dann in die Diskussion und wir wollen die Diskussion sehen unter dem Motto einerseits natürlich Mitarbeiter der Saatbau, aber auch von Landwirt zu Landwirt, weil wenn wir dann jetzt drüben sitzen, sitzt dort der Christian Reicheringer als Moderator, der Sag-Andreas, der Schmidt-Harald und auch meine Wenigkeit. Und wir sind nicht nur Berater in der Saatbau, im Marketing, im Verkauf, in der Produktion, sondern auch selbst aktive Landwirte. Und unter dem wollen wir das sehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Albert, für deinen Vortrag. War sehr interessant zum Zuhören. Du hast das auch trotzdem nur sehr ausführlich gemacht. Danke nochmal. Und kommen wir dann gleich zu den Fragen. Albert, du kommst bitte gleich zu uns rüber, damit wir auch dir die Fragen stellen können. Wir versuchen jetzt das Ganze so gut als möglich zu zusammenfassen und ich werde versuchen, die Fragen dann für euch, die ihr noch fleißig im Chat stellen könnt, die Fragen, versuche dann jetzt gebündelt da in der Runde an unsere Fachexperten zu stellen. Gut, danke Albert, hallo, grüß dich. Dann starten wir los mit der ersten Frage. Die geht an Robert. Die erste Frage, die vom Chat gekommen ist, die lautet, wie wird der haploide Chromosomensatz genau erzeugt? Mit was wird da genau bekreuzt? Bitte, Robert. Wie wird der haploide Chromosomensatz erzeugt? Das ist im Prinzip ein Kohlenisierungsprozess. Das machen wir hausintern im Labor. Es ist ein etwas komplizierterer Prozess, der wird angekeimt und so weiter. Gibt's spezielles Protokoll dafür und mit diesem Prozess, mit dieser Behandlung mit Kohlenzin sind wir in der Lage, einen Großteil oder einen Teil dieser haploiden Linien der Chromosomensatz zu verdoppeln, damit wir doppelhaploide Linien und fertige Insulinen haben. Dann hätte ich gleich noch eine zweite Frage an dich, die auch gleich noch anschließend gefragt worden ist. Wird auch ein CMS-System, vielleicht hast du es kurz erklärt, CMS-System angedacht oder ist das zu kompliziert? CMS ist ein zytoplasmatisches System, Sterilitätssystem. Ja, wir arbeiten damit. Wir haben bereits unsere ersten Linien, die wir CMS fertig haben und wir werden in nächster Zukunft wahrscheinlich auch mit diesen Linien produzieren. Da geht es um weibliche Sterilität. Und ja, wir haben also neben diesen Programmen haben wir natürlich auch andere Planeten, die in meinen Vortrag nicht so detailliert eingehen können. Aber dieses CMS-Programm ist eines unserer Programme, die wir neben diesem Hauptzüchtungsprogramm auch noch durchführen. Okay, danke. Okay. Ja, nächste Frage richtet sich an dich, Albert. Ist reingetroffen. Beeinflusst die Insektizide Saatgutbehandlung?
eine rasche Kämmung und anschließend raschen Maisaufgang? Unmittelbar auf die Schnelle beantwortet, wenn kein Schädlingsdruck vorhanden ist, nicht. Also es wird durch die insektizide Beizung die Keimgeschwindigkeit nicht erhöht oder reduziert, würde ich mal sagen, Robert. Natürlich, wenn ich tierische Schädlinge draußen habe, dann ist natürlich so, dass man die insektizide Beizung, sofern sie uns zur Verfügung steht, die Keimung absichert, die Bestandesdichte absichert, aber die unmittelbare Keimgeschwindigkeit, Auflaufgeschwindigkeit beeinflusst es nicht. Gut, danke. Ja, wir haben noch einige Fragen, wo es weiters eingetroffen sind. Harald, eine Frage an dich. Wie beeinflusst eine späte NRC-Düngung bis ins Sixplatzstadium eine Auswirkungen auf Kolben? Und der Landwirt hat da geschildert, er hat da Probleme, dass die Pflanzen immens lang wird zum Schluss zu. Stimmt das oder mit was kann man da rechnen, wenn man Spott denkt? Naja, direkt auf die Pflanzenlänge würde ich sagen, hat das keinen Einfluss. Da haben wir andere Faktoren, wo es einfach mehr Einfluss drauf haben, sei es jetzt natürlich die Sorten beziehungsweise auch der Anbauzeitpunkt beim Mais. Natürlich, wo es vielleicht kein positiver Effekt ist beim Körnermais, ist einfach die verzögerte Abreife, sprich die höheren Feuchtegehalte dann zu der Körnermaisernte. Und wo man natürlich auch aufpassen muss, bei einer Sixplot oder vielleicht noch später bei einer mineralischen Düngung kann es natürlich sein, dass im Kelch bei den Maispflanzen eine Dauer drinnen ist, beziehungsweise Feuchtigkeit. Wenn man natürlich da das Düngerkorn einfliegt, kann es zu Fetzungen und Verbrennungen kommen. Dahingehend ist natürlich zu empfehlen, dass eigentlich spätestens bis zum Vierblattstadium die Düngung abgeschlossen ist. Wird auch zum Großteil, sage ich mal, gemacht in der Praxis. Eine spätere Düngung hat eigentlich keinen positiveren Einfluss, sage ich mal. Das heißt, es ist noch eine ähnliche Frage eingetroffen, die uns gleich noch da dranhängen möchte. Und zwar bezüglich Düngerzeitpunkt beim Wirtschaftsdünger. Viele möchten ja erst den Bestand einfahren, dass halt dann mit Dünger ein bisschen gleichmäßig aufteilen können über das Jahr, ja, dass sie da alles davon mit Dünger kennen müssen. Wie siehst du das? Ist das ähnlich, wie du es jetzt geschildert hast, oder ist der Wirtschaftsdünger anders? Ist auch ähnlich. Wirtschaftsdünger ist natürlich umso wichtiger, dass er eingearbeitet wird, dass einfach die Mineralisierung schnell verstoppen gehen kann und wieder, sage ich mal, zum Großteil einfach auch die Zwischenfrucht ausbraucht und auch erfolgt der Bodenbearbeitung, dass einfach gleich die Mineralisierung angeregt wird und damit der Wirtschaftsdünger dann in pflanzenverfügbaren Stickstoff umgewandelt werden kann. Natürlich auch die Pflanzen selber, sage ich mal, im späteren, wenn man da jetzt in einem späteren Stadium reinfährt, wirkt es natürlich nur, wer reifer verzögern wir mit dem NRC. Also dahingehend wird das, sage ich mal, ist auch die Empfehlung, dass man das spätestens bis zum Anbau abgeschlossen hat. Ja. Hast du noch eine Frage, Albert? Bitte. Vielleicht zu dem, was der Harald gesagt hat. Es gibt da immer wieder Versuche dazu, einerseits von der LAT, andererseits auch von der Landwirtschaftskammer Steiermark, wo eigentlich in diesen Versuchen immer wieder rausgekommen ist, alles, wo es noch ein 4, 5, 6 Blatt Stadium drückt wird, egal ob mineralisch oder organisch, natürlich die Reiferverzögerung, was du angesprochen hast, Harald, aber gleichzeitig auch, dass dann zu einem verspäteten Mineralisierungsschub kommt und dann vielleicht zu hohe Min-Werte nach der Ernte im Herbst, wo es uns dann eigentlich unproduktiv verloren geht. Also aus Sicht von uns als Saatgutfirma sollte die Düngung auf manchen Standorten, wo es erlaubt ist, vielleicht vor dem Anbau schon angeschlossen sein, was zulässig ist von den gesetzlichen Sorgen her. Ansonsten bis zum 5-6-Blatt-Stadium sollte es eigentlich fertig sein. Ja, gut, für die Ergänzung, Albert, danke. Wir haben auch Bio, mich mein Laubdecken, ja, und da haben auch Bio-Fragen eingetroffen, die ich dann jetzt an Andreas noch stellen möchte, bitte. Andreas, wie schaut das aus? Haken bei Tropenstress, bringt das was für die Stickstoffmobilisierung? Was sagst du da? Wenn der Mais Trockenstress oder was hat, kann man haken, sage ich jetzt einmal, aber eine wirkliche Mineralisierung geht ja nicht vonstatten, weil im Endeffekt zur Mineralisierung brauche ich nicht nur Bodenbewegung, sondern ich brauche Temperaturen, ich brauche Wasser und bei Trockenstress fällt der Teil natürlich. Okay. Gut, wichtige Frage, gibt es die Sorte Absoluto auch im Bio? Ja, gibt es im Bio, eh schon seit 2 Jahren.
und ist eine sehr gute Sorte, speziell im Osten von Österreich. Man sollte aber bedenken, dass wenn man den Absoluto einstellt, man in der Fruchtfolge durchaus ein bisschen an Stickstoff braucht natürlich, dass der Absoluto das Maximale an Ertrag natürlich auch abschöpfen kann. Okay, danke. Eine weitere Frage richtet sich wieder in Richtung Züchtung. Robert, die geht an dich. Wie sieht es in der Züchtung mit der Genschere aus und wie weit ist man in diesem Bereich? Also angesprochen CRISPR-Cas, nehme ich an. Ja, ist ein heikles Thema. Ich meine, im Prinzip, die momentane Regulierung in der EU ist ja das, dass es für uns Züchter nicht erlaubt ist. Es gibt andere Teile in USA, wo das durchaus gängig ist. Wir haben im Augenblick also keine Möglichkeit, dahingehend irgendwelche Aktivitäten zu setzen. Mhm. Meine, von der Idee her natürlich nicht ganz uninteressant. Es ist ja in der EU, ist das als Gentechnik definiert. Es ist eine Diskussion, keine Frage, weil es ja nicht klassische Gentechnik ist, wo über andere Organismen hinweg einen Gentransfer gegeben hat, sondern es wird ja innerhalb der Spezies werden nur Gene ausgetauscht, aber eben auf gentechnischen Weg. Und also ich kann da endgültig nichts dazu sagen. Es ist auch nicht meine Entscheidung, aber es wird hausintern dahingehend nicht gearbeitet, oder speziell bei unseren Weißhüttern wird dahingehend nichts gemacht. Okay, gut, danke. Ich glaube, das hat alles gesagt. Eine nächste Frage, was eingetrudelt ist, noch zum Albert, zum Bereich Düngung. Albert, was sagst du zum Thema Mikronährstoffdüngung? Gibt es da schon Erfahrungen auf deiner Seite? Ja, wir beschäftigen uns natürlich nicht ursprünglich mit dem Thema Mikronährstoffdüngung. Da gibt es andere Firmen, die was da natürlich mehr Erfahrung, Wissen, Ähnliches dazu haben. Wir beschäftigen uns damit, welche Spurenelemente in der Jugend für den Mais Bedeutung haben. Da geht es vor allem ums Zink. Zink gibt es doch einen gewissen Antagonismus mit der Phosphorversorgung in der Aufnahme. Da geht es auch ums Mangan. Und aus dem Grund haben wir in der Beizung im Opti Plus seit mittlerweile, glaube ich, sind laut Dorninger Christian schon fast 20 Jahren diese Opti Plus Beizung, wo neben Fungizid und Vogelfraßmittel auch die Spurenelemente Zink und Mangan drinnen sein und das Mengenelement Phosphor in der Beizung mit drauf, um den jungen Keimling und die junge Pflanzen zu unterstützen. Alles, was dann später kommt, in der Spurenelementversorgung, beim Pflanzenschutz dabei, sprich Magnesium, aber auch wieder Zink natürlich, Phosphor, da bitte sich auf die Ergebnisse der entsprechenden Mikronährstoffanbieter zu orientieren. Okay. Und vielleicht noch eine zweite Frage noch an die Unterfußdüngung, Phosphor. Bringt das was, wenn man das 1 cm übers Kernstrahl oder muss das wieder rein? Unterfußdüngung 1 cm übers Kernelgestrahl ist ein Widerspruch an und für sich, weil dann wäre es ja keine Unterfußdüngung, Christian. Nein, das Unterfußdüngung hat schon einen gewissen Sinn. Mir fährt da meistens 5 cm tiefer, 5 cm seitlich, wenn jetzt der junge Keimling die Wurzel nach unten greift, dass er wirklich, auch wenn ausreichend Phosphor im Boden drinnen ist, aber mit einer Unterfußdüngung bringe ich eine sehr hohe Konzentration an leicht löslichem Phosphor unter die Wurzelleine, die ja bei kühleren Bedingungen gut verfügbar ist. Und darum sehen wir den Zweck der Unterfußdüngung schon unter Fuß. Danke, Albert. Dann schaue ich in die andere Richtung nochmal zu dir. Harald, und eine Frage, sollte man bei derzeitigen Mineraldüngerpreisen eher auf Mais sitzen oder doch eher auf Sojabohne? Sehr gute Frage. Ist eine Frage, die sich viele, viele Landwirte stellen. Im Prinzip ist es eine Rechenaufgabe. Natürlich haben wir auf der einen Seite die extrem hohen Düngerkosten, die mittlerweile am Markt herrschen. Letzte Preise, was man so draußen gehört hat, sind von NRC-Tagespreis um die 700 Euro.
Natürlich haben wir auf der anderen Seite die Erzeugerpreise, wo es natürlich auch momentan sehr hoch sind und wo unterm Strich wieder ein sehr guter Deckungsbeitrag zu erreichen ist. Natürlich, Sojabohnen kommt ohne Stickstoffdüngung aus. Ist halt dann auch eine Frage, wie es vom Betrieb her passt. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die Sojaflächen exportieren wird in Österreich. Sie wird sicher mehr werden, das ist keine Frage nicht. Aber natürlich sind da mit Körnermais bei hohen Düngerkosten sehr gute Deckungsbeiträge zu erzielen. Und natürlich ist das dann trotzdem ein Thema. Natürlich, wenn viel mehr Soja angebaut wird, ist ja halt auch die Frage, was dann mit dem Sojapreis passiert. Das wissen wir noch nicht. Aber der Mais ist eine sehr stabile Kultur. Und mit dem werden da in Zukunft sehr gute Deckungsbeiträge zu erzielen sein. Dann habe ich nur eine brennende Frage an die, was reingekommen ist. Gibt es Preissteigerungen beim Maisverkauf? Die wird es geben. Die Preislisten sind wir gerade noch am Finalisieren. Natürlich liegt es auf der Hand. Wir haben unsere Vermehrer auch natürlich mehr auszahlen müssen, weil sie das trotzdem irgendwo am Konsummaispreis richtet. Und natürlich die Preissteigerung können wir als Firma nicht übernehmen. Natürlich wird auch das Backe teurer werden. In einem gewissen Ausmaß natürlich ist jetzt das gegenüber den Düngerkosten im Verhältnis, wenn man es Projekte betrachtet, ein sehr kleiner Beitrag. Wir berücksichtigen da wirklich nur die Steigerung, wo es man für mehrere mehr auszahlen müssen. Da reden wir eh noch von meiner Logistik, wo es teurer geworden ist, die ganzen Investitionskosten, wo es gestiegen sind. Also wird sich das bei einem relativ geringen Beitrag einpendeln. Mhm. Gut, danke. Ja. Dann hätten wir noch eine Biofrage, Adi. Dünger mit Hackgeräten einhacken, Düngerkonzentration und so weiter, eher zwischen den Reihen, wie viele Blätter soll der Mais haben, wo man hockt, wann hat er genug Wurzelmasse, dass der tolle Zeitpunkt passt, ja? Auch dass ein Effekt für die Unkrautunterdrückung da ist. Wann darfst du das machen? Prinzipiell kann man Mais eigentlich hocken, wenn man GPS fordert oder was sogar, wenn er noch nicht da ist. Es gibt durchaus Betriebe, die was sogar so dann blind hacken. Am besten ist natürlich oder die Wirkung einer Hacke, Striegel oder Rollstriegel, wann ganz einfach noch kein Beigrad zu sehen ist. Wenn das im Fadenstadium ist, dann habe ich die allerbeste Wirkung und im Endeffekt soll ja quasi nie eine Beigradkonkurrenz da sein, weil den der Mais natürlich nicht mag. Dünge einhacken, biologisch, wie gesagt, haben wir, ich denke, dass da um Mineraldünger oder was geht, haben wir die Möglichkeit nicht. Und ich glaube, wir müssen die weitergeben an Albert. Wir sehen natürlich in den letzten Jahren, dass das ganze Thema mechanische Unkrautbekämpfung im konventionellen Bereich auch immer stärker wird, hat ganz klare Ursachen, Pflanzenschutzmittelpalette eingeschränkt, es gibt Problemunkräuter, die man manchmal chemisch auch nicht mehr im Griff kriegen, hat dort absolut seine Berechtigung, hat natürlich auch die Berechtigung in Bezug auf Krustenbrechen, Bodendurchlüftung, ähnliches, kann natürlich in Hanglagen auch gewisse Nachteile haben. Wenn ich vorher abgesetztes Sodbett da habe, der Boden schon gefestigt und ich locker wieder auf und nachher kommt ein sehr hohes Niederschlagsereignis, kann es natürlich auch zu Erosion kommen. Dünger einhaken ergibt sich eigentlich aus der Sinnhaftigkeit, dass die Düngung bis zum 4-5-6-Blattstadium abgeschlossen sein sollte. Also, so wie man es früher mal gemacht hat, auf dem letztmöglichen Zeitpunkt, wo der Bestand gerade noch befahrbar war, mit der Hocken reinfahren und mit der Dünger reinfahren, würde ich nicht machen. Erstens einmal, vielleicht hocke ich auch schon Wurzelsystem von der Maispflanzen weg. Der ist ja in der Zeit schon in die Breite gegangen. Und zweitens ist es eigentlich für die Düngung für die Ertragsbildung spät, die verzögert eher die Reife dann am hinten. Also. Vielleicht bleiben wir noch gleich bei dir. Ich hätte da noch eine Frage, oder doch noch zuerst eine Züchtungsfrage, Entschuldigung. Robert, die geht an dich. Hart oder Zahnmais? Wer hat größere Energiewerte? Oder welche Sorten ist, oder welcher Sorten ist wo geeignet? Ja, ich habe es in meinem Eingangsreferat kurz angesprochen. Der Hartmais geht sehr viel oder sehr stark in den Silomais, keine Frage.
Aber ich natürlich auch in Randlagen, auch als Körnerweiß genommen. Und heute gibt es diese Spezialanwendungen, wie zum Beispiel Arkaner Frühdusch, wo man Hartmeissorten braucht, die einfach früher den Blick leer machen. Wie gesagt, der Markt ist doch relativ groß in Europa, in Österreich vielleicht nicht ganz so wie international. Und wenn man vom Zahnweiß spricht, Zahnweiß ist klassisch Körnermais, also Körnerfrucht, Dreschen und so weiter. Also das ist eher weniger gut geeignet für Silomais. Es gibt einzelne Sorten, die zufriedenstellend funktionieren, aber im Großen und Ganzen sind es reine Körnermais-Sorten. Okay, danke. Bleiben wir gleich bei dem Thema Hartmais, Zahnmais, Schweinefütterung. Harald, vielleicht eine Frage an dich. Hartmais, Zahnmais in der Schweinefütterung, gibt es Vor- und Nachteile? In der Schweinefütterung würde ich sagen, sind sie ziemlich gleich von der Wertigkeit, können sie vielleicht von Inhaltsstoffen etwas unterscheiden. Natürlich, wo es ein Thema ist, vor allem wenn man dann die Systeme bzw. die Konservierungssysteme betrachtet, wenn man einen Einwurst CCM macht, ist es weniger tragisch, wenn ich jetzt einen Zahnmais habe, was natürlich bei den ganz, ganz Silo schon ein Vorteil ist. Ist es einfach, dass ich mit einem Hartmais mit einem höheren Hektolitergewicht einfach mehr Tonnagen in ein ganz, ganz Silo einbringe und man dadurch eventuell Ohrraum bzw. einfach mehr Reserven schaffen kann. Okay, gut, danke. Ich muss da noch ein bisschen schauen, weil da kommen einige Fragen, gerade einer. Albert, das wäre jetzt doch eine Frage an dich bezüglich auch mit der Begrünung. Wie sieht es mit Begrünung Begrünung einarbeiten vor dem Mais aus? Würdest du eher pfluglos im Frühjahr bearbeiten oder doch zum Pflug? Gut, dass du das Thema, dass die Frage kommt zu dem Thema Begrünung überhaupt. Die Einarbeitung der Begrünung würde ich dem Betrieb von der Entscheidung her selbst überlassen. Beides hat Vor- und Nachteile. Wir sehen, und das ist auch ein Faktum, dort, wo in den letzten Jahren mehr organische Masse in die Böden eingearbeitet ist, Pflugloos, Mulchsaaten, dort haben wir auch mehr Probleme mit tierischen Schädlingen. Wir fördern das erwünschte Bodenleben, aber wir fördern leider auch das unerwünschte Bodenleben. Andererseits haben wir natürlich gerade in Hanglagen durch die pfluglose Bearbeitung Mulchsaat deutlich weniger Erosionsprobleme. Der Boden ist unsere unmittelbare Grundlage. Die Entscheidung liegt bei jedem Betrieb selbst, betriebsindividuell entscheiden. Beides hat Vor- und Nachteile. Wir haben sicher bei Pflugfurche weniger tierische Schädlingsprobleme. Wir haben aber auch bei der Mulchsaat weniger Erosionsprobleme, Ähnliches. Muss vielleicht noch, ich habe es mir leider ein paar Folien ausgekürzt, da ist es gegangen um das Thema Stickstoffdüngung und Begrünung. Wenn man bedenkt, wenn jemand vor 2 Jahren eine Begrünung mit Klee, Leguminosen gehabt hat und er hat eine Vorfruchtwirkung von 50 Kilogramm Stickstoffzahnbruch, dann entspricht das ungefähr 200 Kilogramm NAC. Harald, das war zu der Zeit, wie du sagen würdest, ungefähr 40 Euro wert. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man eine gescheite Begrünung mit Klee vielleicht 50 Kilogramm Vorfruchtwirkung bringt, bei einem NAC-Preis, Harald, du hast gesagt 700 Euro die Tonne, dann ist diese gleiche Begrünung momentan 140 Euro allein vom Stickstoff her wert. Das ist aber ein eigenes Thema, vielleicht eine Idee für ein Webinar im nächsten Jahr für den Brandstätter Raimund zum Thema Begrünung, Vorfruchtwirkung auf Mais. Okay, danke. Züchtungsfrage, ist auch noch einer gekommen. Robert, der geht wieder an dich. Inwieweit kann die Züchtung bei dem Thema Maisschädlinge Einfluss nehmen, grundsätzlich? Stichwort Maiswurzelbohrer. Ja, Maiswurzelbohrer ist ein schwieriges Thema. Vor, ich weiß nicht, aber 10 Jahren circa war ich in einem FFG-Projekt einmal dabei. Oder wir hatten versucht, ein FFG-Projekt zu starten, um Maiswurzelbohrer-resistente Sorten da zu entwickeln. Auf dem Projekt ist nichts geworden. Wie ist damit bekannt, dass es aktuell irgendwelche Züchtungsansätze punkt der Maiswurzelbohrer-Resistenz gibt. Was natürlich schon punkt der tierischen Schädlinge interessant ist, ist auch der Maiszündler. Keine Frage.
Aber zwischenzeitlich sind die Sorten, die registriert sind, speziell in Österreich, zu einem großen Maß meist sind sie tolerant. Es gibt natürlich extremen Druck, dann kann es schon zu Schäden kommen. Aber das hält sich meiner Meinung nach in Grenzen. Nein, ist eigentlich beantwortet. Also zwei Dinge, Maisfusselbohrer und Thema Maisschädlinge, Einfluss von der Züchtung, wo man das machen kann. Ja, es ist natürlich, es gibt immer eine natürliche Selektion. Wenn wir Versuche machen, machen es wir natürlich in der Feld draußen. Da gibt es eben Standorte mit extremem Temperatur. Und diese Sorten werden im Prinzip im Vorfeld wegselektiert. Weil wir wissen, wenn wir in staatliche Prüfung gehen und in die Wertprüfung gehen, haben wir mit diesen Sorten keine Chance, weil sie im Index dann rausgekennzeichnet werden. Dann gibt es da einfach eine Selektion. Okay, gut, danke. Ja, eine Frage zur Saatstärke noch. Ich glaube, Albert, die war auf die zugeschneidert. Wie hoch sollte die Pflanzenzahl pro Hektar sein? Nach welchen Kriterien kann ich die Saatstärke variieren? Die Saatstärke variieren zwei Hauptfaktoren, einerseits natürlich die Sorte und andererseits der Standort. Zu der Sorte werden natürlich bei uns vor der Markteinführung für Sorte Saatstärkenversuche gemacht und auf diesen Saatstärkenversuchen drauf basiert die Empfehlung bei uns im Internet, auch in unseren Prospekten drinnen. Das ist ja natürlich je nach Sorte verschieden und dann, wenn dort der Spannbreite zum Beispiel bei einer Sorte von 75 bis 85.000 Korn steht, dann richtet sie sich natürlich nach der Wasserversorgung des Standortes, also eher trockenere, weniger Wasserangebot, eher die niedrigere Saatstärke wählen, höheres Wasserangebot, höhere Saatstärke wählen. Was natürlich ein interessanter Ansatz in dem Bereich ist, nicht jeder hat noch diese Technik zur Verfügung, aber das wäre teilflächenspezifische Maisaussaat. Wir beschäftigen uns mit dem Thema im Rahmen der Innovation Farm mit Wieselburg miteinander seit mittlerweile mehreren Jahren. Und dort sehen wir sehr wohl, je inhomogener die Standorte sind, von sehr guten Boden in der Senken herunten bis sehr trockenen am Standort oben, dass man innerhalb der Fläche die Saatstärke variieren, dort, wo sehr guter Boden ist, die Saatstärke erhöhen und dort, wo sehr schlechter Standort ist, Saatgut einsparen, Kosten einsparen, gleichzeitig die Ertragsstabilität erhöhen, weil weniger Pflanzen durchsteigen und gleichzeitig die Ertragsstabilität erhöhen und auf einem guten Standort auch über die höhere Pflanzenanzahl den Ertrag erhöhen. Also immer angepasst an Sorte und Standort. Die Zahlen zu der Sortenempfehlung kommen aus den Versuchen von Robert. Danke. Gut, danke. Bio-Frage, Andi. Soll ich den Biomais bereits in April sein oder durch den Mai? Na, das ist eine Frage, die was man so jetzt ad hoc nicht beantworten kann. Im Endeffekt muss ja jeder Betriebsführer für sich nachher selber das entscheiden, wo ist er daheim, und da ist durchaus, glaube ich, das Portal von der Agrarversicherung durchaus ein interessantes Instrument. Also meine Schau, wie schaut es aus bezüglich der Wetterlage in den nächsten 14 Tagen, wann die dementsprechend warm ist, dass die Bodentemperatur dementsprechend passt, dann kann ich durchaus in April schon sehen, ansonsten würde natürlich im Mai eine gehen. Wenn ich ein Beispiel von mir daheim nehmen darf, vom heurigen Jahr, ich habe mir das angeschaut, da bin ich irgendwo von 1. April bis 30. April herum bei 130 Wärmesummen, sage ich jetzt einmal. Das heißt, wenn ich anfange, ein Brühe oder was anbaue, dann habe ich natürlich dort das Thema, dass das Maiskorn mindestens 3, wenn nicht 4 Wochen im Boden liegt und natürlich quasi dem Bodenorganismen ausgeliefert ist. Und Maiskorn ist jetzt für uns alle Saatgut, aber für die Bodenorganismen ist das ganz einfach organisches Material. Und wenn das Land drinnen im Lumpen liegt, das nicht keimt, dann wird es gefressen. Fertig. Das heißt, der Betriebsführer muss natürlich schauen, passt die Witterung der nächsten 14 Tage, und optimal ist natürlich, dass der Kukoc innerhalb von 10, 14 Tagen da ist, dann habe ich die höchste Auslaufrate. Und dann passt es in der Regel. Okay. Gut, danke. Ja. Da ist erst reingeschrieben worden im Chat,
Kano 2020, sehr großes Korn. Ja. Wie gesagt, das Hutten hat wirklich ein großes Korn und da eine passende Frage dazu. Wirkt sich ein großes bzw. schweres Saatkorn positiv auf die Pflanzenentwicklung aus? Albert, kannst du das beantworten? Darf ich die Frage an den Züchter geben? Es gibt verschiedene. Grundsätzlich muss man, wenn man das Saatgut in den Boden ausbringt, ist ja ganz entscheidend, was an Wasser vorhanden ist. Weil in der ersten Phase, wenn man das Saatgut in den Boden bringt, muss das Wasser oder das Korn quellen. Es gibt natürlich, je größer das Korn ist, desto mehr Nährstoff ist zwar für Keime drinnen, aber desto länger braucht es natürlich, bis das Wasser das Kernel gekohlen hat, damit der Keime keimen kann. Das ist auch eine Frage der Korntextur. Beim Dentkern mit wenig horniger Stärke geht's flotter, geht's leichter. Beim Flintkorn dauert's unter Umständen etwas länger. Aber grundsätzlich, die Qualität des Keimlings ist in der Genetik fixiert, da gibt's nichts. Das Einzige, was halt da beim großen Korn da ist, ist es mehr Nährstoff für die erste Phase vorhanden. Wobei wir Versuche schon gemacht haben, mit sehr, sehr kleinen Körnern, also ausgesiebte Körner, die man wegschmeißen, die haben wir im Prinzip schon versucht anzukeimen, es funktioniert genauso. Also das, der ganz große Unterschied ist es nicht. Okay, gut, danke. Vielleicht noch eine Sortenempfehlungsfrage, ist jetzt auch noch einer getrudelt im Bio-Bereich für die Ande. Vielleicht kurze Empfehlung, was da hast du bei uns da im Zentralraum Oberösterreich, können wir Silomais 4 Biosorten empfehlen? Im Bereich 270 haben wir eine neue Silo-Körnermais-Sorte, die Sorte Atlantico. Ich habe es vom Betrieb von meiner Frau das erste Mal vor 3 Jahren anbauen dürfen. Ist eine Augenweide vom Auflaufen her, hat in der Jugendentwicklung eigentlich die Höchstnote 9. Und ist eigentlich bis zum Schluss eine wunderschöne Pflanze, auch ertraglich sehr, sehr gut. Schlagt eigentlich, Robert, was ist so was aus den Versuchen heraus, alles andere. Ja, das haben wir heuer gesehen, wir haben so unseren eigenen Versuchen als Standard, als Vergleichssorte drinnen. Und es ist also ganz schwierig, was Besseres zu finden. Also, wir sind nicht unzufrieden mit den Ergebnissen, sowohl bei uns privat, als auch in den offiziellen Prüfungen, die wir von Atlantico bekommen. Also das ist sehr freudig. Sehr gut, ja. Ja, vielleicht eine ganz interessante Sache noch, was auch oft den Landwirten unter den Fingern brennt, weil Beizmöglichkeit hin oder her, es wird alles eingeschränkt und immer weniger, ja. Es wird immer schwieriger zum Teil, die Mittel werden immer weniger. Harald, Trottelbekämpfung, Beizung, wie schaut's aus, was tun wir? Ja, die ganze Trautwurm-Thematik brennt natürlich die letzten Jahre immer mehr unter den Fingernägeln. Da kommt man ein eigenes Webinar dazu holen. Ich werde es vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Natürlich haben die letzten Jahre auch Betriebe mit Trautwürmern zu kämpfen, die wo sie jetzt, sage ich mal, kein Kleegras in der Fruchtfolge haben. Genauso Ackerbauern und Schweinehalter. Bis jetzt haben wir noch über die Möglichkeit gehabt, dass wir das über die Beizung ganz gut in den Griff gehabt haben. Sei es mit einem Sonido, was wir jetzt leider nicht mehr zur Verfügung haben. Stellt sich natürlich die Frage, wie können wir ihn jetzt in den Griff kriegen? Es gibt natürlich, naja, Alternativen gibt es schon, aber natürlich ist ja dabei die Frage, die Wirkung. Wir werden die Forstbeizung werden wir bei ausgewählten Sorten anbieten. Ist ein neues Produkt, was es eh schon seit diesem Jahr am Markt gibt. Ist aber, muss man auch dazu sagen, keine hundertprozentige Versicherung bei einem hohen Drahtwurmdruck, sondern wirkt nur drahtwurmmindernd. Das kann man sich so vorstellen, die Forst, das ist praktisch ein Kontaktinsektizid und hat einen Wirkungsbereich ca. 3 cm rund ums Korn. Natürlich in einem Jahr wie heuer, wo ich mit einer Ablage von 3 bis 4 cm gut arbeiten kann, funktioniert das natürlich. Die Frage ist ja nur, wo es damals in einem trockenen Jahr, wo wir oben müssen auf 5 cm, aber in einem ungeschützten Bereich. Und da ist die Beizung dann nicht ausreichend. Haben wir dann im konventionellen Bereich, haben wir dann einfach eine Möglichkeit, dass wir
sie nur mit Granulate abhöfen. Muss natürlich die Technik vorhanden sein, aber halt auch nur, sage ich mal, ist auch zu empfehlen für Betriebe, die einen extrem hohen Rosendruck haben. Ansonsten, wenn man weiß, man hat Rosenprobleme, kann man es natürlich auch über die mechanische Behandlung machen, sprich Felder, da wo man weiß, da hat man Rosenprobleme, kann man es mit einer mehrfachen mechanischen Behandlung im Sommer, bietet sich natürlich gut noch Getreide an, sei es mit mehrmaliges Kuppern, Seicht bzw. Fräsen, und ausnahmsweise da dann mit einem späteren Zwischenfruchtanbau kann man was machen gegen Rotwurm. Gut, danke. Ich glaube, das war sehr ausführlich jetzt. Wie gesagt, nutzt nur die Möglichkeit, es könnt jetzt noch ein paar Fragen im Chat stellen. Wir hätten noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht mehr zu lang. Also Fragen habe ich noch. Bis dahin könnt ihr noch schnell ein paar Fragen einschreiben. Vielleicht die nächste Frage noch geht an dich, Albert. Gibt es Versuche zu Trilgsaft bei Mais, Reihenabstand auf 17 Meter und so? Wie kann die genaue Kornanzahl erreicht werden, wenn man mit der Trilgsaft fährt? Also wir speziell haben keine Versuche zur Trilgsaft Mais. Ich kenne aus meiner Außendiensttätigkeit ein paar Betriebe, die wo sich befasst haben damit, mit Universalseemaschinen eben verschiedenster Anbieter, einfach rein abzusperren und dann auf 75 cm zum Ablegen. Ich kenne, vorsichtig formuliert, keinen mehr, der nach wie vor mit der Universaltrille fährt. Das sind wieder bei der Einzelkornsaat retour. Wenn man zurückschaut, 40, 50, 60 Jahre, warum ist ein Einzelkornsägerät entwickelt worden? Dass ich beim Mais 70.000, 80.000 Körner auf exakte Tiefen, auf 3, 4, 5 cm in einem exakten Abstand von 10, 12, 14, 15 cm ablege, damit jede Pflanze einen idealen Standraum erreicht. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Entwicklung ist, die Einzelkornsäetechnik. Und wenn man momentan schaut, haben wir ja eher den umgekehrten Trend, dass wir schauen, bei der Soja, beim Raps auch Richtung Einzelkornsaat hinzugehen, damit wir eine bessere Standraumverteilung zusammenbringen. Also ich persönlich sehe die Sinnhaftigkeit von Universal-Trillmaschinen, wo dann halt zwei Kerne auf 4 cm liegen und das nächste auf 20 cm nicht unbedingt. Ich sehe die Vorteile bei der Einzelkornsaat. Okay, ja. Technik dazu dafür, gell? Ja, meine Frage ist, dann noch zwei Fragen reingekommen. Gibt es Unterschiede bei den unterschiedlichen Sorten bezüglich Maistrocknung? Gibt es hier bei Zahn- und Hartmais Unterschiede? Wer darf sich die Frage beantworten? Robert vielleicht? Ja, Frage ist, ob wir von der Sackerproduktion reden oder von normalen Maistrocknung? Ich glaube eher von der normalen. Ja, ja, es ist im Prinzip schon so, dass ein Dentmais, nachdem man ja keine hornige Stärke hat, das Korn also eher offen ist und die Wasserabgabe beim Dent etwas leichter ist als wie beim Hartmais. Da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Mhm. Ich sagen, ja. Mhm. Jo, in diesem Sinne, eine Frage ist noch einer gekommen, vielleicht eine dringende Frage, Albert, das war für dich noch. Hat eine reine Enddüngung als Unterfuß einen Vorteil gegenüber einer breites Ausstreuen? Also zuerst einmal vorneweg, ich bin jetzt nicht der Düngerexperte, da gibt es mit den Düngeranbietern natürlich mehr wie seiner Saatgutfirma. Stimmt, ja. Aber das wichtigste Unterfuß, der Stickstoff ist im Boden sehr gut beweglich, darum ist er auswaschungsgefährdet. Also ich sehe, ob jetzt der Stickstoffdünger Brot oder Unterfuß liegt, nicht unbedingt als Vorteil, wenn ich zu konzentrieren. Das Wichtigste, wenn ich was unter Fuß einlegen will, ist der Phosphor. Und vor allem muss ich auch natürlich aufpassen mit zu hohen Stickstoffkonzentrationen. Ich habe mal einen Versuch gesehen, da sind 300 Kilogramm Harnstoff unter Fuß gelegt worden. Die Keimfähigkeit der Sackgutpartie war 95%, nur der Aufgang hat nicht ganz dem entsprochen. Da ist ja der Aufgang war dann 65%. Also eine zu hohe Stickstoffkonzentration unter Fuß, vor allem Alkalikonzentration, kann sich nachteilig auf den Aufgang auswirken. Okay. Also ich würde breitflächig machen, wenn halt beim Phosphordünger, beim Monamonphosphat, Diamonphosphat, MB2020 oder wie es alle heißen, ein Stickstoff dabei ist, gerne, aber ich würde es nicht gezielt am Stickstoff aufbauen, sondern immer aufs Phosphor. Okay. Vielleicht nur eine Frage, eine grundsätzliche Frage jetzt, weil ja jetzt auch alles teurer wird, sprich ja Düngerkosten vielleicht. Was ist dein
Empfehlung da in die Richtung Mais, Soja, also Escher ja erst erwähnt. Wie darfst du das angehen jetzt mit den steigenden Düngerkosten? Macht die Produktion, dass man jetzt trotzdem noch drauf hat, Sinn? Wie ist da deine Empfehlung? Oder dass du eher da bremsen jetzt? Oder was für Ansätze gibt es, dass man jetzt ein bisschen Kosten sparen kann gleichzeitig, damit dir das ein bisschen abfedern kann? Was hast du da Ansätze? Also ich habe die Diskussionsgrundlagen vorher schon gesagt, ich sehe sicher Einsparungspotenzial bei, wenn ich gut versorgt bin, wenn ich CD versorgt bin, in Phosphor, Kali, dann kann ich sicher bei diesen Preisen, wo ein Diamant vielleicht 1000 Euro die Tonne kostet, beim Phosphor oder beim Kali einsparen. Beim Stickstoff, ich habe selber meinen Stickstoffdünger noch nicht gekauft, ich weiß auch noch nicht, wie das im Frühjahr angehen wird, aber bei den Produktpreisen, die wir momentan aussichern können, für Weizen, für Raps, für Mais, werde ich für mich persönlich meine Stickstoffmenge nicht reduzieren, weil ich weiß, dass das Optimum genau dort liegt wie im Vorjahr. Natürlich vorausgesetzt, dass ich den Preis, jeden seine Entscheidung, in einem gewissen Maß absichere. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre hohe Düngerpreise und Herbst niedrige Maispreise. Also jeden seine Entscheidung. Mit der momentanen Situation verschiebt sich das wirtschaftliche Optimum nicht. Ich kann eher im Umfeld, ich kann über die Vorfruchtwirkung, über die Begrünung an Stickstoff einbringen, Bodenstruktur in Ordnung halten, Kalkung in Ordnung halten, vielleicht Grunddüngung in dem Jahr, wo es teuer ist, reduzieren. Aber beim Stickstoff glaube ich, dass sich das Optimum nicht viel noch verschieben wird. Gut, danke. Ja, liebe Zuhörer, wir haben eigentlich schon fast am Ende unserer Übertragungszeit. Es wird halber 10 Uhr, wir haben gesagt, wir möchten den Zeitraum sehr gerne halten auch. Es ist ja jetzt gerade noch eine Frage reingekommen, ob auch im Nachhinein noch Fragen gestellt werden können. Natürlich ist es möglich, jetzt nicht nur im Chat, sondern auch, wir haben auf unserer Webseite unter www.sapa.com haben wir unsere sämtlichen Kontakte, auch vom Schmidt-Harald und sämtlichen anderen Außendienstkollegen, auch vom Albert, die Kontaktdaten dort hat aufgeschrieben. Bitte schaut auf unsere Website und sucht euch den Kontakt aus und stützt dann direkt unseren Beratern die Frage. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle Fragen zufriedenstellend beantworten haben können, beziehungsweise unser Fachexpertenteam da von der SAPA Linz. Danke nochmal in dieser Runde, dass ihr das wirklich so kompetent gemacht habt. Ich glaube, das habt ihr sehr gut beantwortet und zufriedenstellender für unsere Zuhörer. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich nochmal zum Schluss bedanken, auch bei euch Zusehern, dass ihr dabei wart, ja, dass die Fragen fleißig gestellt habt, ja, dass ihr es genutzt habt. Es ist auch für uns ein Gewinn, dass wir wissen, ja, was interessiert den Landwirt, was für eine Fragen tauchen auf, weil in Zeiten wie diesen, jetzt spricht Corona auch, wo der Kontakt auch zu euch da jetzt relativ schwierig ist, möchten wir das bestmöglichst trotzdem nutzen und ja, auf eigene Wünsche und Fragen dann auch eingehen. Vielleicht noch vorweg, wir haben in Summe heuer 3 Webinare in der Winterreihe. Das nächste Webinar wäre beziehungsweise ist nächstes Jahr am 12. Jänner 2022 mit dem Thema Silomais mehr als nur Trockenmasse. Da werden wir uns im Bereich Fütterung und Silomais da platzieren. Und nachfolgend noch am 2. Februar zum Thema Soja und Sonnenblume. Soja, jedes Kilo zählt, und Sonnenblume, die neue Genetik. Das wären die nächsten Webinare, die wir anbieten. Und zum Schluss möchte ich noch einen Hinweis geben. Ich möchte unseren Mais-Butler-Service nochmal in den Vordergrund rücken. Bitte nutzt die Gelegenheit, gerade in Zeiten wie diesen, es ist alles ziemlich unsicher, sprich auch beim Dünger, Pflanzenschutzmittel und auch im Saatgut, dass man seine Sachen kriegt. Der Mais-Butler, der bringt es garantiert sicher, sagen wir mal, wir haben da einen super Lieferservice. Das kennst du ab jetzt bis 31.01. Deutschland bestellen. Ja. Einfach, bequem und sicher, bis 20 Packungen, ab 20 Packungen, und da wird es einfach und kostenlos der Lieferservice zu euch nach Hause gestellt. Ja. Nähere Informationen findet ihr auch auf unserer Website vom www.maisbutler.at. Schaut dort mal rein, das zahlt sich aus. Also der Lieferservice ist super, versuchen, dass wir das jedes Jahr immer wieder verbessern.
Und ein weiteres Tool, was wir auch noch auf unserer Website haben, auf www.zapa.com, ist der neue Sortenfinder. Dort könnt ihr nochmal gezielt reinschauen. Wenn ihr euch ein Postleitzahl dort angibt, dann schlagen wir vor, welche Sorte ist für euer Gebiet perfekt geeignet. Also da schlagt der Sortenfinder vor. Natürlich, wenn ihr nähere Info wissen möchtet, haben wir natürlich unseren Verkaufsberater, die was auch zur Verfügung stehen. Ihr könnt es kontaktieren, wenn es leider ist. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich. Schaut auf die Seiten von MySpartler. In diesem Sinne, danke nochmal an euch allen und gebe das Wort wieder zurück an den Landwirt, zurück zu dir, Turner. Vielen Dank, lieber Christian. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, nun sind wir schon am Ende des heutigen Abends angelangt. Ich hoffe, ihr konntet für euch so einiges mitnehmen. Bedanken möchte ich mich nochmal bei den Referenten Herrn Albert Müllner und Robert Taucher für die spannenden Vorträge und auch bei dir, lieber Christian, für die tolle Moderation. Wenn ihr noch Fragen an die Referenten haben solltet, findet ihr auf landwirt.com die Kontaktdaten. Des Weiteren möchte ich euch schon mal auf das nächste Live-Event aufmerksam machen, welches am 12. Jänner 2022 unter dem Motto Silo Mais stattfinden wird. In diesem Sinne bedanke ich nochmal fürs Einschalten und wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend. Auf Wiedersehen.